Ein riesiger Flächenbrand im Westen der italienischen Insel Sardinien hat Medienberichten zufolge in der Nacht zum Sonntag mehrere hundert Einwohner in die Flucht gezwungen. Rund 400 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen, verletzt wurde offenbar niemand. Ein enormes Feuer zerstöre seit Samstag die Felder der Region. Die Flammen haben nach ersten Schätzungen der Behörden mehrere tausend Hektar erfasst. Andere Quellen sprechen von bis zu 10.000 Hektar. Insgesamt 7.500 Mann und 20 Fluggeräte wurden demnach eingesetzt, um das Feuer zu löschen. Es ist noch nicht möglich, den Schaden abzuschätzen. Aber es ist eine beispiellose Katastrophe, sagte der sardische Gouverneur. Seit Mitte Juni musste die Feuerwehr in Italien fast 30.000 Mal bei Wald- und Vegetationsbränden ausrücken, fast die Hälfte mehr Einsätze als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020.